So, ein Topf haben wir jetzt 2 Tage gegessen und jetzt ist noch übrig und das gefriere ich jetzt ein. Das sind ja diese Schüsseln, die extra zum Eingefrieren sind. Da habe ich gerade drauf schon einen Topf. Ja, und dann, wenn ich mal nicht da bin, und dann kann ich meinem Mann das rausstellen. Und dann kann er sich das gerade in den Topf machen und warm machen. Und dann hat er was zu essen. So. Okay, brauchen wir 2 Hände. Aber das gefriere ich so jetzt ein. Hallo meine Lieben. So, ich war jetzt im Lidl und es hat sich so viel verzögert jetzt, weil spontan mein Bruder vorbeikam mit Familie. Aber jetzt besser spät als nie, mein Bruder. Da habe ich einmal ein Brot gekauft und habe es in der Brotmaschine geschnitten. Dann gab es wieder ein reduziertes Brot. Das ist dieses, ich glaube, so Ciabatta-Baguette. Das friere ich ein. Und wenn ich es dann mal brauche, dann mache ich es kurz in den Backofen rein. Dann habe ich einmal Gouda gerieben. Also ist wieder alles durcheinander. Dann einmal Chips habe ich mitgenommen. Einmal Paprika. Die waren hier im Angebot für 1 Euro. Ich weiß es nicht mehr. 1,29 Euro. Dann war auf jeden Fall für 79 Cent Salatgurke. Das werden wieder angenehme Preise. Dann einmal Äpfel. Die
kommen hier in meine Apfelbox. Ich lege die jetzt einfach mal hier drauf. Dann habe ich Kartoffeln mitgenommen. Dann fürs Brotbacken habe ich mal diese Chiasamen mitgenommen. Dann dürfte noch eine 7% Kochsahne mit. Dann mein Agavendicksaft, der ist schon eine Weile leer. Den nehme ich jetzt wieder. Dann einmal Cola und einmal Energy. So, das ist mal hier drin. Und jetzt mit der kleinen Tüte hier weiter. Da habe ich zweimal den Eigenmarkenreis mitgenommen im Kochbeutel. Dann einmal Eier und das ist, Moment, also von dem habe ich auch zwei, diese Barista. Dankeschön. Diese Barista Hafermilch, das ist, die hatte ich schon mal, die ist sehr lecker. Und dann habe ich noch diese auch zweimal mitgenommen. Ach Gott, ne, Entschuldigung. Zweimal diese Bio-Hafermilch noch mitgenommen, ohne Zuckerzusatz. Die hat 95 Cent gekostet und die Barista 1,29 Euro, glaube ich. So, dann kam noch der Salat hier mit der Wurzel dran. Den habe ich schon so lange nicht mehr gehabt. Da suche ich mir dann ein Schälchen und mache ich Wasser rein. Dann kann man da nämlich immer schön außenrum wegschneiden. Das ist wie ein Pflücksalat. So, dann von der habe ich auch noch eine hier mitgenommen. Die 1,5%. Dann habe ich einmal Rapsöl mitgenommen. Da war 20% in der Lidl-App. Dann kam mit Osterlikör. Da mal gucken, ob man es behalten und selbst trinken oder ob man es verschenken. Keine Ahnung. Gucken wir mal. Dann habe ich zweimal Quark mitgenommen, weil ich den Quarkboden, den Quark, nee, Quarkkuchen ohne Boden, so rum, den möchte ich wieder machen. Den habe ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Zweimal so Tomatensoße kam noch mit und einmal Butter. Ja, und da sind noch die zwei Haferdrinks drin. Ja, dann blende ich euch noch ein. Ich habe noch eine Pflanze mitgenommen. Die zeige ich euch noch. Und da habe ich einen Marienkäfer aus dem Lidl gerettet. Da saß da Obst und Gemüse. Auf Instagram habe ich ein Bild gepostet gehabt. Ich guck mal, ob ich es rüberkriege. Dann poste ich sie auch noch mal. Ja, da war der auf der Blume drauf. Habe ich ihn gerade drauf gesetzt und dann konnte er ins Freie. Ah, ihr hört, heute bin ich eingerostet ein bisschen. Ja, aber ich lege euch jetzt auch wieder auf. Ich beende das Video und zeige euch dann noch ein paar Pflanzen, die mir gekauft haben im Turm. Ja, dann würde ich sagen, bis gleich. So. Den hier, den haben wir
im Obi mitgenommen. Das ist ein Zwergkirsche. Also nur Deko, ne? Nichts zum Essen. Der duftet so toll. Ja, und den haben wir 50% günstiger bekommen. Ich meine 8 Euro, 7 oder 8 Euro hat er noch gekostet. Ja. Dann haben wir, beziehungsweise mein Mann hat sich 2-mal Himbeere hier mitgenommen. Im Turm. Im Obi gab es dann noch den hier für 12,99 €. 1-mal sibirische Blaubeere. Ja, soll sehr süß sein. Gucken wir mal. Wo ist die Dina? Da ist die Dina. Ja, dann kam diese Pflanze von meiner Mama mit. Das ist, glaube ich, ein Weihnachts... wie heißt der? Ich habe den Namen vergessen. Weihnachtsrose oder so irgendwie hieß der. Dann kam noch der hier mit. Moossteinbrech. Das ist ein Bodendeckerstaude. Genauso wie diese hier. Und diese. Ne, diese. Die war, glaube ich, eine normale. Okay. Ja. Ne, also die hier und die hier, das ist Bodendecker. Und dann habe ich noch die hier genommen. Die fand ich so schön. Ja, genau. Und diese beiden, die durften dann auch noch mit. Und beim Obi durfte die hier noch mit. Die gab es auch 50% günstiger. Also 1 Euro hat die noch gekostet. Das ist die Hyazinthe in Weiß. Und dann durfte die hier auch noch mit. War auch für 1 Euro. Der breitblättrige Milchstern. Dem habe ich gestern dann gleich mal Wasser gegeben. Aber ich merke gerade, der braucht schon wieder. Der hat ziemlich Durst. Man sieht's. Ich habe ihn so gekauft. Ja. So. Dann haben wir jetzt alles. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Genießt den Tag, bleibt gesund und bis bald.